Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen kleinen Fortnite-Update, zum kleinen News. Ich habe jetzt ein bisschen, ihr wisst ja, dass länger seit die Bestenlisten ein bisschen deaktiviert sind, auch dass ein Profil angezeigt wird. Und ich habe eigentlich kurz einmal nachgelesen, ein bisschen gehört und auch gelesen von der offiziellen Seite von Epic Games, dass es bei den Bestenlisten so ist, dass momentan so viele Spieler, ihr habt ja gesehen, dass vorhin so einen Boom bekommen hat und Epic Games nicht unbedingt groß gewesen ist, daher gibt es so einen Boom und die Bestenlisten erfassen ja jeden Spieler. Und da haben sie gesagt, dass weil sie die Bestenlisten quasi erstmal so nicht ganz so gut ausführlich gemacht haben, dass quasi so viele Spieler einfach mal da waren, dass die Bestenlisten dann quasi den Server auch ein bisschen beeinträchtigt haben. Ich habe schon mal gesehen, du musst dann glaube ich teilweise 40 Minuten warten, bis du dich einloggen konntest und so weiter und so fort. Und es steht auch da, dass quasi wenn du spielst, trotzdem diese Statistik gespeichert wird im Hintergrund, aber nicht angezeigt werden wird für alle Spieler, damit wie gesagt dieser Server nicht so krass überlastet wird, den sie auch haben. Und es momentan alles flüssig weiterläuft und sie arbeiten dran und es gibt auch kein offizielles Datum, keinen offiziellen Termin, an dem die Bestenlisten wieder funktionieren werden. Aber ich schätze mal so, dass es spätestens in der nächsten Season, die Season noch 21 Tage heute, ab heute, spätestens in Season 4, spätestens dann wieder mehr Bestenlisten geben wird. Und sie haben auch geschrieben, dass die Bestenliste ausführlicher wird, als die bisherige Bestenliste gewesen ist und so weiter und so fort. Aber was genau, das weiß man auch nicht genau. Aber auf jeden Fall wird es bald wieder so sein und ich freue mich drauf und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen. Bis bald. Euer Punch Nemo und ciao, ciao.